Boeing hat sich mit der US-Börsenaufsicht auf eine Strafe in Millionenhöhe geeinigt. Nach dem Absturz zweier Passagierflugzeuge vom Typ 737 Max hatte die Börsenaufsicht dem Konzern und dem Ex-Boeing-Chef Dennis Muilenburg vorgeworfen, Investoren über die Sicherheit des Maschinentyps getäuscht zu haben. Nach Angaben der Börsenaufsicht wird Boeing 200 Millionen US-Dollar und Muilenburg 1 Million US-Dollar Strafe zahlen.